So, hallo zusammen, in dem nächsten Video geht es um das letzte Verfahren, was ich euch zeigen möchte zur Lösung von linearen Gleichungssystemen. Das ist das Additionsverfahren. Dazu brauchen wir wieder ein Gleichungssystem. Sieht so aus. Und dieses Gleichungssystem, da möchte ich euch ganz kurz nochmal erinnern an ein Verfahren, was wir bereits hatten. Das würde hier auch funktionieren. Und zwar ist das das Einsetzungsverfahren. Dazu müsstet ihr aber, es funktioniert nicht direkt, dieses 3x erstmal rüberpacken auf die andere Seite. Dann würde da stehen, y ist gleich 3 minus 3x plus 7. Und das könntet ihr wiederum dann einsetzen, hier unten in dieses y. Ja? Gut, aber an der Stelle bietet sich das Additionsverfahren an. Additionsverfahren wird immer dann eingesetzt, wenn es sich anbietet, dass eine Variable zusammen mit ihrem Koeffizienten relativ gleich schon vorkommt und die sich nur in ihrem Vorzeichen unterscheiden. Also das heißt, hier ist nur dieses minus 3x ist anders im Vergleich zu dem 3x hier oben. Nur das Minus. Ja? Und dann kommt Folgendes zum Tragen. Additionsverfahren hat ja auch seinen Namen aus einem bestimmten Grund. Und zwar, weil ich die beiden Gleichungen addiere. Ja, ich addiere gesamte Gleichungen, also die Gleichung 1 plus die Gleichung 2. Wenn ich zwei Gleichungen addiere, bedeutet das, ich nehme die komplette linke Seite der ersten Gleichung plus die komplette linke Seite der zweiten Gleichung und dann anschließend die rechte Seite der ersten Gleichung plus die rechte Seite der zweiten Gleichung. Wenn wir das also aufschreiben, bedeutet das, 3x plus y plus 2y minus 3x ist gleich 7 plus 2. So, ich bringe hier an der Stelle nochmal ein bisschen Farbe ins Spiel. Linke Seite der ersten Gleichung plus linke Seite der zweiten Gleichung rechte Seite plus rechte Seite der beiden Gleichungen. Jetzt habe ich wieder den Fall, dass ich eine Gleichung habe, aber noch kommen ja beide Unbekannten vor, x und y. Aber dadurch, dass wir das jetzt addiert haben und wir vorher die Situation haben, dass sich dieses 3x und dieses minus 3x nur im Vorzeichen minus unterscheiden, fallen die weg. 3x minus 3x ist 0, hebt sich komplett auf. Und damit kann ich die linke Seite zusammenfassen zu 3y ist gleich 9 auf der rechten Seite zusammengefasst. Das Ganze geteilt durch 3, dann habe ich für y 3. Und jetzt verfahre ich, wie bei den anderen Lösungsverfahren auch, ich habe eine Variable mit einem konkreten Wert gefunden, das ist y gleich 3. Das setze ich jetzt ein in eine der beiden Gleichungen. Ich habe mir jetzt die Gleichung 1 ausgesucht, setze das Ganze ein also ich habe jetzt dieses y gleich 3 hier eingesetzt. Das Ganze löse ich jetzt wieder auf und habe meine Gleichung aufgelöst, meine Lösungsmenge gefunden und auch hier an der Stelle erinnere ich wieder an die Probe, die man an der Stelle machen könnte. Ja, wieder das Ganze nehmen, hier einsetzen in die Originalgleichungen, an denen noch nichts verändert wurde, überprüfen, ob linke und rechte Seite identisch sind,
wenn das stimmt, wenn bei beiden wahre Aussagen rauskommen, dann habt ihr eure Lösungsmenge gefunden. Gut, so und jetzt zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis. Also generell ist es so, dass jedes Verfahren zum Ziel führt, wenn ihr es richtig durchführt. Aber wie ihr vielleicht in den Videos gesehen habt, hat sich bei den verschiedenen linearen Gleichungssystemen immer ein anderes Verfahren angeboten. Das heißt, ihr kommt prinzipiell mit jedem Verfahren zu einer Lösung, aber der Aufwand ist manchmal bei dem einen Verfahren größer als bei einem anderen Verfahren. Aber dafür entwickelt ihr letztlich ein Gespür und das funktioniert nur durch Übung, Übung und Übung. Also so viele lineare Gleichungssysteme lösen wie möglich, vielleicht immer verschiedene Verfahren ausprobieren, mal das eine, mal das andere, dann merkt ihr schnell, welches euch am meisten liegt. Ja, und für diese Übung habt ihr jetzt Zeit.